Jö, dann gucken wir doch mal ganz kurz. Ja, habe ich mir doch gedacht. Die Gulma-Blätter sind schon wieder ausgelaufen und wir haben nur noch 5 Stück. Na gut. Dann du. 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 Und jetzt haben wir noch 2. 5 Bewegungspunkte, 5 Bewegungspunkte, 7 Bewegungspunkte. Dann kriegen das mal die Elfen. Damit sie im Notfall ihren Elfentanz auffügen können. Also, dass eine schießt, die andere vor sich geht, vor sie geht, dann auch schießt, dann die andere wieder vor die andere und so weiter. So, was haben wir noch? Oh, wir sollten vielleicht nochmal ganz kurz Yallen Hand anlegen lassen. Wunden auf Tirik. Und das bei Gwendolyn machen wir anderweitig. Wirbelblätter. Da haben wir sie doch. So, das schaut doch gleich viel besser aus. Und wie erwartet, wirklich ein Kampf. Du geh mal dahin. Du gehst bitte weg vom Eingang. Vier Bewegungspunkte. Ne, den greifen von hier aus an. Und du schnappst den anderen. So. Jeder Gegner hat einen Nahkämpfer dran. So muss das sein. Jetzt können sich die Elfen schön austoben. Ah ja, der arme Tirik. Mit seinem Silberstreitkolben. Und so wirklich häufig scheint Gwendolyn mit der Axt auch nicht zu treffen. Obwohl sie ungefähr ähnliche Werte hat. Also sie hat auch irgendwie Attacke nur 5 oder dergleichen. So wie Tirik auch hatte. Obwohl Tirik halt, wie gesagt, mit Attacke 5 trotzdem ziemlich häufig getroffen hat. Wesentlich häufiger als Gerogon. Da ist irgendwas komisch. Vielleicht kriegen Zwerge auch einfach einen Bonus auf die Waffe. Na, weiß man ja nicht. So, du gehst mal dahinter. Aber ja, wenn das weiter so schlecht läuft, also dass Gwendolyn fast nie trifft, dann tauschen wir halt wieder zurück. Und Gwendolyn bekommt dann wieder ein Rapier in die Hand. Und den Silberstreitkolben, den behält dann Tirik im Inventar, falls wir mal auf irgendein mächtiges, untotes Wesen stoßen. So, du. Stell dich mal dahin. Abwarten, abwarten und ruf da. Noch kein Mal getroffen in diesem Kampf, glaube ich. Immer noch abwarten, immer noch draufhauen. Ah, na also. Und sogar für 11 Trefferpunkte. Das ist gar nicht mal so schlecht. Und der müsste gleich weglaufen, wenn er dazu noch kommt. Und zack. Nö, leider nicht. 3 Skraja, 3 Schneidezähne. Nö. 12 Abenteuerpunkte. Oh, hier geht's gar nicht raus. Na gut. Also wir haben noch da unten und die Tür. Warum hatten wir die Tür damals nicht aufgemacht? Muss ich gleich mal gucken. Da ging es runter, das wollte ich noch nicht. So. Ah, die Tür ist sogar offen. Okay. Der Raum ist vollständig leer. Noch nicht einmal Staub liegt hier am Boden. Oh, das ist aber ein Zeichen dafür, dass es häufig benutzt wird, oder? Sonst müsste ja sich Staub irgendwann ablagern. Aber kein Ereignis auf keinem Feld. Und selbst Geheimwände würden hier keinen Sinn machen. Die würden höchstens da oben Sinn machen. Da gucken wir nochmal kurz hin. Ein loser Stein. Ja. Also das in dem losen Stein hatten wir ja schon einmal. Nur diesmal hat sie einen kurzen Schmerz verspürt, als sie den Stein hochgehoben hat. Wollte hineingreifen, ja. Verletzt sich nochmal. Also, ja, es bringt echt nichts. Ja, eine Falle, die hatten wir doch schon mal außer Kraft gesetzt. So, und jetzt macht Talana hier mal bitte ein Penetritzel. So, und da ist wirklich ein Raum.
Da geht's nicht durch, da geht's nicht durch, da geht's durch. Und da haben wir schon mal eine Kiste. Und da geht's weiter. Erstmal die hier. Wir haben Heiltrank, starker Heiltrank, Heiltrank. Die nehmen wir mal alle mit. Und noch eine Kiste, sehr schön. Zaubertrank, starker Zaubertrank, Zaubertrank. Schöne Sache. Also die Heiltränke brauchen wir nicht unbedingt. Ein Wirselkraut bringt genauso viel, ist stapelbar und wiegt wesentlich weniger. Aber die Zaubertränke sind praktisch. Vor allem der starke. So, dann bleibt hier oben nichts mehr zu tun. Schauen wir mal eine Etage tiefer. Und stehen gleich vor einer verschlossenen Tür. Knack. Unvermittelt kommt eine Feuersäule auf euch zu, die euch alle einhüllt. Autsch. Ist da vorne jetzt der Drache? Das ist ja nicht so gut. Aber der Schaden hält sich noch in Grenzen. Das heißt, wir gehen einfach mal vorsichtig weiter. Noch eine Feuersäule. Nee, das muss nicht sein. Gucken wir die Wände. Da geht's nicht weiter. Da geht's nicht weiter. Da auch nicht, da auch nicht. Hatten wir nicht irgendwas gegen Feuer? Ein Amulett oder dergleichen? Ah, die Flaschen können schon mal weg. So. Ein Amulett hätten wir hier, aber ich weiß nicht mehr, was es macht. Dann haben wir den Magieresistenzring. Den könnte sie eigentlich demnächst mal gegen Schild wieder tauschen. Totenkopfgürtel. Nee, fällt mir jetzt so nichts ein. Was ist mit Veränderung? Nein, Verwandlung? Vielleicht haben wir da irgendeinen Feuerschutzzauber. Feuerbann zum Beispiel. Aber minus 10 ist doch ein wenig niedrig. Den werde ich auch eine Weile nicht wirklich hochbekommen. Es werden immer 2 Punkte pro Level ab, das heißt, wir müssten noch 5 Level aufsteigen. Okay, 3, bis er spruchbar wäre. Dann wäre sie Stufe 7. Also nee, das schaffen wir erstmal nicht. Und werde ich den wahrscheinlich auch ganz lassen. So, also wir können jetzt einfach stumpf durchrennen. Das kriegen wir bestimmt hin. Wir können ihn einfach immer wieder gegenheilen. Macht für mich aber nicht wirklich viel Sinn. Das heißt, wir sprechen lieber ein Penetritzel. Und teleportieren uns zur nächsten Treppe. Ich glaube, das Dunkelblaue waren Treppen. Ja, das machen wir doch mal. Ich mache bestimmt wieder irgendwas kaputt. Aber ja, meine Heldengruppe macht es absolut keinen Sinn, stur gegen eine Feuerwand gegen anzurennen. Da lassen wir lieber die Zauberin ein wenig rumwerkeln. So. Eine Höhle, da geht's runter. Wir wollen aber nicht runter, wir wollen erstmal gucken, was hier noch so ist. Ganz viele Räume. Unbewachte Räume. Sehr, sehr viele unbewachte Räume. Ah, kurios. So, hier geht's bestimmt zu den Feuersäulen. Ja, das spare ich mir dann mal, da lang zu gehen. Was haben wir hier? Oh, zweimal nicht geschafft. Das muss ein etwas schwereres Schloss gewesen sein. Schön vorsichtig. An der Wand befindet sich ein Hebel. Wollt ihr ihn betätigen? Nein. Das will ich erst, wenn ich irgendwo nicht weiterkomme. Wahllos Hebel drücken kann sich als gefährlich herausstellen. Hier haben wir jede Menge Nischen. Ich nehme an, da und da auch. Irgendwelche Statuen drin? Nee. Einfach nur Dekoration und ein großer, großer Raum. Hallo, Drache? Nee, 2 Skelette. Er hat echt komische Diener, dieser Drache. So, du dahin. Aber jetzt kann Tirik wenigstens mal ordentlich Schaden machen, wenn er mit seinem Streitkolben da rankommt. So, du gehst mal ein bisschen weg von den beiden großen Eingängen. Und du stellst dich mal daneben. In der Hoffnung, dass das andere Skelett sich direkt vor Tirik stellt. Du gehst da lang.
Und das macht es auch schön brav. Sehr gut. Also du haust den. Aggressiv. Triffst nicht. Ja, und jetzt werden sie durch Pfeile getötet und nicht durch einen Silberstreitkolben. Das ist doch echt... Zwei Schwerter. Ja, 6 Abenteuerpunkte. Die nehmen wir mit. Da hinten sehe ich doch eine Truhe. Gehen wir aber erstmal hier am Rand lang. Nicht, dass wir da irgendwas übersehen. Nö. Ja, ein Schwert und ein Kettenhemd. Okay. Die gucken uns doch mal an. Wer auch immer das bekommen hat. Einmal ein Schwert. Ein Einhandschwert. Wenn das jetzt magisch ist, dann muss ich echt überlegen, was ich jetzt mache. Weil der Ronda kam, ist sowas doch eigentlich ganz in Ordnung. So, Zaubersprechen. Talana, Hellsicht. Oder Makanum erstmal. Auf Schwert. Das Schwert ist magisch behandelt worden. Okay. Was machst du denn Schönes? Analyse Schwert. Dieses Schwert soll besonders gegen Untote wirksam sein. Ah, dann ist das wohl das Pendant zu dem Silberstreitkolben. Obwohl der Silberstreitkolben nicht wirklich magisch war und wir nur davon ausgehen, dass er mehr Schaden macht gegen Untoten, aber na gut. Also, ein Einhandschwert. Gucken wir uns mal kurz die Werte an. Wir haben jetzt 8-4. Wow, 11-8. Aber dafür wird es wahrscheinlich wieder wesentlich weniger Schaden machen. Wahrscheinlich macht der Rondelkram immer noch doppelt so viel. Bist du immer noch magisch? Ja, bist du. Dann behalten wir den erstmal. So, und dann hat man noch ein Kettenhemd in der Kiste. Bist du... Wo ist Talana? Da. Ach, hattest du schon. Zaubersprechen, Talana, Hellsicht oder Makanum. Kettenhemd ist ebenfalls magisch. Oh, das ist doch schick. Das können wir dann gleich Gerugon oder Tirik geben. Oder vielleicht sogar Gwendolyn, wenn die das tragen kann. So, Zaubersprechen, Talana, Hellsicht, Analyse auf Kettenhemd. Dieses Rüststück scheint zu merken, ob Untote die Waffen führen. Aber was genau dann passiert, weiß ich nicht. Also wahrscheinlich schützt es gegen Untote, wenn es zusammen mit dem Schwert in einer Kiste liegt. Wäre ansonsten ein wenig komisch. Gucken wir mal ganz kurz, ob Gwendolyn kann nicht benutzt werden. Schade. So, vielleicht hat sie einen höheren Schutzwert. Nein, nicht Zaubersprechen. Grundwerte anzeigen. Rüstungsschutz 7. Rüstungsschutz 9. Das ist doch schick. Das nehmen wir doch mal. Zurück. Oh, und Talana ist ganz schön runter, was die Astralenergie angeht. Haben wir noch normale Zaubertränke? Wir hatten 2 gefunden. Den sollst du behalten, den sollst du auch behalten. Den kannst du mal abgeben. Den kannst du auch mal abgeben. Na, fehlen immer noch 30. Und wenn wir wirklich demnächst einem Drachen gegenüberstehen müssen, dann hätte ich schon ganz gerne volle Astralenergie. Also gut, einen von den Starken hier. So. Und sollte Tirik vielleicht noch ein Wirselkraut essen? Und Gwendolyn auch eins. So. Ist leer, ja. Gucken wir mal an der Wand weiter. Und scheinbar ist hier kein Drache drin, sondern nur die 2 Skelette. Groß genug scheint es aber zu sein. Oh. Oh, mal Tirik Schaden bekommen. Ist da eine Falle gewesen? Nö. Jetzt sagt nicht, dass das Kettenhelm verflucht ist. Kann ich dich abnehmen? Ich tausche mal aus. Ja, ich kann es abnehmen. Die Rüstungsklasse hat sich wieder verändert.
Oh, coole. Angriff. Zack. Du dahin. Angriff auf den. Zack. Schöner Treffer, 11 Trefferpunkte. So, und du ran da. Geoban trifft Zombie 12. Ja, der Rondra-Kamm ist echt schick. Du geh mal von dem Eingang weg. Du machst einen Schritt zurück. 12 Trefferpunkte. Ja, die Elfen sind echt unbezahlbar, was den Schaden angeht. Und Talana steht genau im Weg. Also, du bleibst einfach mal da stehen und wartest ab. Du schießt wieder. Und der arme Terry kommt nicht zum Schlagen. So, du gehst mal weg da. Abwarten. Alte Option. Schießt da auf den. Und Yalen kann dann gleich auf Gerogon schießen, wenn der da noch steht. Aber das schaut gut aus. Oder schlecht. Je nachdem, wie man es sehen will. Angriff auf den da. Schön. Noch so ein kleiner Raum. Eher eine Schleuse als ein Raum. Dum, dum. Das sieht doch ominös aus. Also hier ist vielleicht auch wieder ein größerer Raum. Obwohl, so viel Platz ist hier gar nicht mehr. Na gut, speichern wir es mal ab. Spielstand. Speichern. 81. Und bis gleich.